beschlossen habe, das zu machen, bin ich hier hingefahren zweimal und habe mich da vorne und hier auch reingestellt. Habe einfach mal gehört, was denn hier tropft. Und ich meine, wenn man jetzt hier steht, dann man hört das schon. Also das tropft besonders hier auch hier drunter. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das muss also was mit Tropfen sein. Also es muss irgendwas sein, wo dann, weil man auch diese kleinen einzelnen Elemente des Wassers sieht. Dann habe ich mir gedacht, so ein Kanal, das ist, also dieses Schiffshebewerk ist ja schon sowas, ich sag mal, so ein, was Monumentales hier, das man erkennt oder so, dass das sozusagen das Ende dieser Reise darstellt. Oder, also dass das wie so eine Reise ist des Wassers hierhin. Also wir sind ja alle in einem Musikkurs insgesamt in der 12 und der Patrick hat dann seine Komposition mal mitgebracht, hat dann die Instrumente vorgestellt und dann haben wir uns für die dann auch eingetragen. Oder er hat uns für die aufgeschrieben und dann haben wir sie immer in den Stunden geübt. Komponist, wie bist du darauf gekommen? Ja, ist man auch. Man findet halt so mit der Zeit irgendwelche Themen oder Gedanken, die einem dann so das, ich sag mal, dieses Grundgerüst geben, an das man sich dann orientiert. Ja. Wir waren dann der Schiffsmotor, der dritte Teil im ganzen Stück, ist eher mechanisch und ja kalt. Ja. Und zwar, um das dazu zu sagen, sozusagen jede Trommel verkörpert einen Zylinder, also ein anderer Rhythmus, ein anderer Teil. Sehr schön, diese solistische Besetzung von Klarinette und Geige, untermalt von diesem pulsierenden Rhythmus, der dann immer mehr anfordert. Es war schon schön, der Anfang hatte ein bisschen was von der Moldau, finde ich.